war mehr, der Weg war mein Ziel. Angefangen habe ich mit der Pflegefachfrau. Ich habe dann aber schon schnell gemerkt, dass ich nicht bis zur Pensionierung drin bleiben will, sondern mich weiterentwickeln über Tipps, Weiterbildung, die ich gemacht habe. Ich habe nachher Erwachsenenbildung, HF, gemacht und bin nachher als Bildungsverantwortliche tätig in Zürich in einem Spital. Daraufhin habe ich noch den Master gemacht und bin jetzt seit 3 Jahren eigentlich in dieser Funktion als Leitung Berufsbildung, Pflege und MTT hier am KSA. Bildungsentwicklung zu beobachten und auch zu prägen, das ist sicher eine Aufgabe von mir. Was mich auch beschäftigt, ist sicher jährlich ein Budget zu erstellen für alle Studierenden und Lernenden, gerade von der Pflege, wo sicher mehrere Millionen beträgt. Also wir erwarten natürlich lebenslanges Lernen. Wir erwarten auch verantwortlich, zuverlässige Leute, weil es sind recht komplexe Aufgaben, die hier auf die jungen Lernenden, Studierenden kommen. Wir bieten 28 Ausbildung- und Studienrichtungen an hier im KSA, wo viele bei uns abschließen. Es sind etwa 65%, die bei uns eine Anstellung bekommen. Die meisten gehen sicher in diese Laufbahnmodelle oder Richtungen hinein, einfach durch Gespräche mit Vorbildern. Für jemanden, der noch relativ jung in der Pflege drin ist, ist am Anfang gar nicht so einfach, den gesamten Überblick zu haben. Und häufig haben die Personen dann schon das Gefühl, ja, entscheide ich mich jetzt heute für das Richtige. Personen nach der Grundausbildung wollen 1-2 Jahre vielleicht auf einer Abteilung arbeiten und dann muss was Neues kommen. Es muss eine Weiterentwicklung sein. Und dann das auch aufzeigen zu können, das heißt den Mitarbeitern einen guten Weg aufzeigen zu können, wie sie sich weiterentwickeln können. Dafür ist es notwendig, etwas Klares zu haben. Und so ist es mit dem Laufbahnmodell, ist es möglich, Mitarbeitern am Anfang, aber auch für eine spätere Zeit in ihrer Entwicklung immer wieder zu zeigen, schau mal, jetzt bist du hier und vielleicht, wenn du da deine Fähigkeiten auf der Seite weiterentwickeln möchtest, dann gibt es die oder die Weiterbildungsmöglichkeiten und du kannst in deiner Entwicklung da oder dort halt eben hinkommen. Das heißt, es gibt eine große Transparenz und Klarheit für die Mitarbeitenden. Was kann das KSA für sie alles bieten? Und wir können sehr, sehr viel bieten. Und auf der anderen Seite gibt es auch für die Führungspersonen gibt es ein Instrument, was es für sie viel einfacher macht zu zeigen, das und das ist bei uns möglich oder das und das sind Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir auch in Kooperation zum Beispiel mit den Fachhochschulen oder anderen Orten halt eben anbieten und danach die Mitarbeitenden sich so weiterhin am KSA weiterentwickeln können. Als ich meine Grundausbildung abgeschlossen hatte, war es für mich zuerst das Ziel, hier mal auf einer Station Fuß zu fassen. Dass ich eine von diesen Pflegefachfrauen werden, die ich früher in der Ausbildung immer ein bisschen bewundert habe. Die, die alles wissen, die immer auf alles eine Antwort haben. Das war zuerst mal mein Ziel und das hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich da wirklich gut angekommen bin. Genau, und nachher habe ich mir einfach Gedanken gemacht, ja, was kommt jetzt als Nächstes? Und dann habe ich mich dann aber entschieden, hier auf der Station, auf der Bettenstation zu bleiben, weil ich eigentlich schon gemerkt habe, dass das ist, wo ich gut drin bin und wo mir Spass macht. Und habe dann dort in den Bereich der Fachweiterbildung einsteigen. Auf einer Station habe ich die Verantwortung über den fachlichen Teil. Du viele Leute anleiten, wenn jemand Neues auf die Station kommt, übernehme ich den grossen Teil der Einführung, wenn jemand frisch anfängt. Es ist dann wie die fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter auf der Station. Es ist etwas sehr Lässiges. Ich habe das Gefühl, alle Pflegefachpersonen sind grundsätzlich sehr neugierig. In unserem Bereich ist die Zusammenarbeit und die Koordination viel wichtiger geworden. Wir sprechen uns unter den Stationen absprechen. Es ist genau das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Die Arbeit am Patientenbett ist nicht verloren gegangen mit dieser Zusatzfunktion.
habe dann eigentlich auf dem Beruf gearbeitet, ein Jahr lang, und habe dann die Möglichkeit bekommen, Berufsbilderin zu werden. Ich bin dann so in die Bildungslaufbahn hineingekommen. Ich habe nach einem Jahr ausgelehrt noch nicht daran gedacht, dass wir gerade Berufsbildner machen können. Dadurch, dass die Chance dann aber gegeben hat, habe ich gefunden, jetzt muss ich sie packen. Weil wenn es die nächste gibt, weiss ich nicht. Und das hat sich gelohnt. Berufsbildner ist eigentlich auf der Stufe 4 angesetzt. Und jetzt bin ich in der Stufe 5, das ist eben die Bildungsverantwortliche. Primär ist eigentlich das Coaching der Berufsbildner meine Aufgabe. Das heisst einerseits einführen, neue Berufsbildner einführen. Es gibt auch immer regelmässig halt wieder Wechsel. Also ich betreue 12 Berufsbildner mit meiner Kollegin zusammen. Ich bin für sie zuständig. Wir haben da so die Häuser und Stationen aufgeteilt, von der Zuständigkeit her. Und meine grösste Herausforderung ist da einfach den Überblick zu behalten. Das Einfühlungsvermögen ist sicher sehr wichtig, dass man auch spürt, wenn jetzt ein Berufsbildner ansteht und es vielleicht nicht mehr kommunizieren kann. Ein anderer Teil ist eben natürlich auch bei schwierigen Situationen, wenn jetzt Berufsbildner mit Lernenden, Studierenden Schwierigkeiten haben, dass ich dann gehe unterstützen. Ich bin immer noch 20% als diplomierte Pflegefachfrau tätig. Und das schätze ich auch sehr. Also das ist auch das, was für mich die Voraussetzung war, dass wenn ich die Stufe 5 annehmen, das Angebot, dann möchte ich trotzdem auch noch am Bett arbeiten, weil eben, ich bin noch jung, ich will noch am Ball bleiben. Ich glaube, es ist grundsätzlich so, dass ich wirklich, ich sage immer, ich bin eine KSAnerin. Ich bin seit über 25 Jahren jetzt im KSA. Ich habe immer viel Motivation und Ehrgeiz, einfach auch mich zu entwickeln, Neues zu lernen. Ich führe die Vorgesetzten, das heisst Stationsleiterinnen und Stationsleiter, die für die Pflegeteams verantwortlich sind, die am Patienten arbeiten. Ich unterstütze die Stationsleitungen, indem sie zum Beispiel Kennzahlen, die ihre Abteilungen abwerfen, dass sie die beurteilen können und nachher auch etwas daraus machen. Gleichzeitig kann ich bei der Planung unterstützen. Ich würde sagen, eine meiner Hauptaufgaben oder auch Herausforderungen im Moment ist, dass ich eine optimale Balance finde zwischen den Mitarbeitern, die bei uns arbeiten, und denen ihren Zufriedenheiten und dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis, das man erzielen sollte, das halt das Spital einfach mit sich bringt. Aber wir haben ein grosses Problem, dass wir einen Fachkräftemangel haben in der Pflege, und gleichzeitig haben wir in der Medizin einen hohen Ansturm an Patienten, weil unsere Gesellschaft wird immer älter. Und einfach die Balance zu finden mit diesen Mitarbeiter, die ich habe, möglichst viel Bett zu betreiben und halt wirklich eine ganz gute Qualität zu bieten am Patienten.